Hallo, Ladies and Gentlemen. Heute zeigen wir Ihnen den Umgang mit der Suchmaske der MLS-Daten. Zum Kennenlernen des Immobilienmarktes in Florida ist dieses eine gute Möglichkeit. Allerdings kann diese Selbst-ist-der-Mann-Suche kein Realtor ersetzen. Dass dieses stimmt, werden Sie sehr schnell merken. Nur ein Licensed Florida Realtor hat Einsicht in alle Daten der MLS und nur diese sind aktuell. Die Suchmaske ist einfach und mehrsprachig aufgebaut. Hier sehen Sie die Suchmaske und wenn Sie im oberen Teil der Suchmaske die Sprache ausgewählt haben, wie Sie es zum Beispiel hier sehen können, dann wird die Suchmaske in der entsprechenden Sprache angepasst. Die nächste Information, die hier abgefragt wird, ist die Art und Lage der Immobilie. Also als erstes, ist es ein Einfamilienhaus, ist es ein Mehrfamilienhaus, ist es ein unbebautes Grundstück oder ist es eine Mietwohnung? Auf der rechten Seite können Sie den Ort angeben. In unserem Beispiel haben wir hierzu Fort Lauderdale gewählt. In der nächsten Zeile werden Sie nach den Immobilienkriterien gefragt, wie den Mindestpreis und den Höchstpreis. Hier können Sie die entsprechenden Wunschangaben machen. Ebenso ist es bei den Schlafzimmern und Badezimmern. In unserem Beispiel haben wir 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer gewählt. Die Angaben über die Mindestfläche in Quadratfuß oder in Acre müssen Sie nicht unbedingt ausfüllen. Die letzte Angabe, die von Ihnen erwartet wird, sind die Immobilienmerkmale. Also etwa links angegeben Grundstück am Wasser gelegen, darunter Swimmingpool oder in der Mitte mit einem Kamin oder darunter gemeinschaftlicher Swimmingpool oder rechts Gasheizung und zentrale Klimaanlage. Nun sollten Sie Ihre Abfrage nur noch absenden. Das Ergebnis Ihrer Suchabfrage können Sie hier sehen. Sie können von links nach rechts erkennen die MLS-Nummer, den Preis der Immobilie, wo die Immobilie liegt, wie viel Zimmer sie hat und ein Bild ist auch dabei. Sollten Sie weitere Angaben benötigen, so müssen Sie lediglich auf diese Immobilie klicken und Sie sehen die Details der jeweiligen Immobilie. Zur Nachfrage sehen Sie das Office in der linken oberen Ecke mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse.